Herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit Arezu. Ich bin Arezu, habe jetzt nach einer kürzeren Pause wieder einigermaßen reingefunden. Ich sehe da gerade, da liegt noch Zeug rum. Warum liegt denn hier noch Zeug rum? Okay, durch den Patch wurde das wahrscheinlich einfach wieder hier hingesetzt. Ja. Der letzte Patch hat uns die Seemotte kaputt gemacht. Gut, er hat sie nicht einfach rausgelöscht oder so, sondern... Ich kam mit den Änderungen nicht wirklich klar. Und jetzt brauchen wir eine neue. Wir brauchen Glas, Titanbarren und Schmierstoff. Das ist alles kein wirkliches Problem. Da schnappen wir uns erstmal unseren Schmierstoff. Na, dürfte ich mal? Dürfte ich mal? Danke. Hier nehmen wir uns noch ein bisschen Titan mit. Und... Da nehmen wir uns auch noch ein bisschen Titan mit. Und wo wir gerade dabei sind, nehmen wir uns noch ein bisschen Titan mit. Inventar voll, dann zurück. Energiezelle haben wir ja schon. Au! Direkt in die Hitze reingeschwommen. So. Wir wollen erstmal das Ganze zu Titan machen. Dreimal, glaube ich, war es, ja. Dann einmal ein Titanbarren. Das dauert ja so lange. Und Schmierstoff. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch Glas. Offenbar habe ich das ganze Quarz, das ich bei hatte, wieder weggepackt. Ist auch immer toll. Aber ich weiß ja, wo ich es wiederfinde. In den Schränken der Basis. 1, 2, 3, 4. Das können wir hier mal reinpacken. Können wir später für den Bioreaktor benutzen. Ist eh verfault. Und Fabrikator benutzen. Zweimal Glas, bitte. So, sehr schön. Dann geht's raus. Und die neue Seemotte wird gebaut. Da. Sehr schön. Was haben wir da hinten für eine Insel? Die kenne ich nicht. Dann gucken wir uns die mal an. Ja, einfach geradezu. Hm, und jetzt ist sie weg. Oh, das war keine Insel. Das ist ein Riffrücken. Ah. Cool, wir können einfach mal auf dem Riffrücken rumlaufen. Theoretisch. Und... Hopp. Ist doch cool. Rotschirm können wir mal scannen. Ach Gott, das braucht ja ewig. Diese Pflanze besteht aus einer komplexen Reihe von kleiner werdenden Ringen, die durch Ranken verbunden sind. Ich sollte hier nicht zu lange draufbleiben, sonst sonst verliere ich meine Seemotte aus den Augen. Gepunktetes Schilf können wir aufnehmen. Gut, machen wir. Was haben wir hier? Ah ja, und Selbstscan können wir auch mal kurz machen. Infiziert, also alles wie immer. Hoppala. Ja, okay, wir gehen wieder runter. Du hast nicht zufällig einen Gelsack bei? Offenbar nicht. Oh, oh, da unten sind Beißer. Die sind mit dem letzten Patch aber wirklich zu einer Plage geworden. Okay, gut, wir steigen ein, bevor wir hier weggedrückt werden.
Was machen wir jetzt? Am liebsten würde ich ja mich mal ein bisschen umgucken nach Dingen, die man noch erforschen kann. Scannerraum noch mal ein Stück. Aua, 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 aua. Irgendwas hat mich gebissen. Aber ich weiß nicht was. Oh, da, dieser. Oh, die Spuckpflanze. Okay, ich kann den Scannerraum herstellen. Das ist doch schon mal was. Vorsicht bitte, ihr macht noch Dinge kaputt. Ist das was, das man aufmachen kann? Moment, wir machen mal den Aufmacher hier hin. Nee. Auch mit dem Laserschneider kommen wir durch diese Tür nicht durch. Da haben wir noch einen kleinen Tisch. Hier haben wir scheinbar nichts weiter. Jetzt müssen wir mal direkt wieder reparieren. Ich glaube, es ist fast angebracht, eine Entschuldigung an Death by Happiness rauszugeben. Denn er hat mir erzählt, dass er vom Großen einmal angefallen wurde und die Seemotte kaputt gemacht wurde. Eventuell, entgegen dem, was ich ihm zu dem Zeitpunkt gesagt habe, war die Seemotte da vorher nicht schon kaputt. Ich meine, bisher brauchte der immer zwei Anläufe, um so eine Seemotte kaputt zu machen, aber inzwischen eventuell weniger. Sag mir Bescheid, wenn ihr einen Gelsack seht, ne? Vorsichtig, nicht an die Dingsdase ran. Ich könnte mal scannen, wenn wir schon hier sind. Girlandenqualle. Zack. Beute kleine Fische, Beurteilung meiden. Keine photosynthetischen Zellen festgestellt, deutet auf Fleischfresser mit Anpassung an lichtarme Umgebungen. Die Haare entlang der Tentakel können Fremdkörperkontakt registrieren und lösen dann eine elektromagnetische Entladung im Bereich von 600 Watt aus. Beute wird gelähmt und über mehrere Wochen hinweg verzehrt. So. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Ja, ich habe mal wieder vergessen, auf mein darauf zu achten, hydriert zu bleiben. Ich gucke mir dauernd hier an, was hier so rumleuchtet. Das ist irgendein Fisch, der da die ganze Zeit an die Wand leuchtet. Und wir müssen jetzt schnell hier wieder raus. Darum haben wir wieder einen Riffrücken. Uiuiui, da ist es auf einmal sehr hell geworden. Da lang. Ganz schnell, ganz schnell. Wenn wir das große Aquarium haben, dann müssen wir uns nämlich um sowas auch keine Gedanken mehr machen. Eventuell sollte ich auch einfach mal zur Insel zurück und mir so einen Baum anpflanzen. Die sorgen ja dafür, dass man keine großen Probleme mehr hat. Hier sind wir falsch. Das Wasser liegt draußen. Nicht unbedingt dort, sondern wahrscheinlich da. Desinfiziertes Wasser. Wird getrunken. Oh, verdammt. Jetzt habe ich den Lochfisch nicht gegessen. So, jetzt schon. Gut, wir holen uns mal was von der Insel ab. Wir müssen nach Süden. Da holen wir uns dann die Dingsdasse. So eine Melone. Vom Melonenbaum. Und dann haben wir erstmal keine Probleme mit der Nahrung. Theoretisch. Hallo Beißer. Warum sind da auf einmal so viele? Haben sich die Leute beschwert, dass es so gemütlich ist, hier lang zu schwimmen, oder was? Hey.
Das muss ja für Anfänger, also Leute ohne Seemotte, ziemlich schlimm sein. Mit Seemotte ist es schon unangenehm, aber... Wo ist denn... Moment. Die Heimatbasis ist... Achso, er ist 500 noch was Meter entfernt. Okay. Ich glaube, es waren 2 Kilometer, die man schwimmen musste. Na, ein bisschen höher. Noch sehe ich keine Insel. Kommt noch. Hoffe ich. Wenn sie die nicht umpositioniert haben. Das ist immer das Problem, wenn man Early Access spielt. Hatten wir ja damals auch schon erstmal in Staffel 1 und dann auch bei Ark, dass eben die Map sich verändert hat. Und ja, damit eben das bereits gebaute zum Beispiel auch komplett kaputt gegangen ist. Bei Subnautica Staffel 1 war es tatsächlich so, dass ein paar Tische und Stühle in der Luft hingen. Und bei Ark ging auf einmal ein See, ein Fluss durch mein Camp. Und das war kein wassertaugliches Camp. Ich musste da mit dem Boot hin, um das Zeug mühselig noch abzuernten, das ich gerade noch so kriegen konnte. Wo ist denn die Insel? So langsam. Ist sie das da hinten? Ist ja an einer vollkommen falschen Stelle. Achso, nee, das ist die Aurora jetzt gewesen wieder. Nee, dann schwimmen wir weiter nach Süden. Ich überlege ja immer mal wieder, ob die Insel tatsächlich auf- und abtaucht, weil sie ja von Schwebern gehalten wird. Aber ich habe sie eben noch nie unter Wasser gesehen, deswegen... Ich sollte vielleicht einfach eine Boje mal bei Zeiten dorthin stellen. Wir schwimmen wieder in die vollkommen falsche Richtung. So, Süden. Man guckt sich mal kurz um und dann schwimmt man wieder in die vollkommen falsche Richtung. Wir sind immer noch nicht wirklich weit weg. Oh, was um? Was um? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe, weg hier, ich will zurück. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell. Haben wir einen Rückspiegel? Ich hätte jetzt gerne einen Rückspiegel. Okay. Der Große ist jetzt nicht mehr der einzige Große. War das der Leviathan? Ich bin dem bisher noch nie begegnet. Deswegen wäre das möglich. Er hat auf jeden Fall nicht so viel Schaden gemacht wie der Große sonst. Der Große macht ja so um die 60% Schaden, wenn er die Seemotte greift. Oder hat er zumindest früher gemacht. Oh, da ist die Insel. Seht ihr, das war ein freundlicher Riese. Der hat mir nur zeigen wollen, wo die Insel ist. Da bin ich ganz sicher. Selbst wenn ich den Zyklop habe, weiß ich nicht, wie ich gegen solche dort ankommen soll. Ich meine, die sind ungefähr genauso groß. Bloß, dass die eben auch angreifen können. Der Zyklop hat da natürlich nichts. Weil wir nur Werkzeuge und keine Waffen haben. Na, wo ist denn jetzt schon wieder der Landzugang? Da ist er ja. Denke ich. Ja, okay. Dann geht's los. Wir brauchen theoretisch nur eine einzelne von diesen Melonen und können dann direkt wieder zurück. Oh, verdammt, die Spinnen sind hier. Und da haben wir die Schubkanone. Hoppala.
Das war nicht wirklich, was ich wollte. Gut, bleib da stehen. So, wo sind die Melonenbäume? Du bist kein Melonenbaum. Hoppala. Hallo? Oh, man kann jetzt sprinten. Konnte man das schon immer? Ich glaube nicht. Aber wirklich sicher bin ich mir auch nicht. Du bist kein Melonenbaum, du bist ein Knollenbaum. Hoppala. Da könnte ich gerade scannen, allerdings hebe ich mir das für später mal auf. Jetzt im Momentan geht es eher darum, mein Überleben zu sichern und nicht meine Neugier zu befriedigen. Davon abgesehen, dass ich sowieso die ganzen Texte während des Let's Plays ja gar nicht lese. Deswegen ist es viel leichter, gerade meine Neugier zu ignorieren. Tja, ich finde die Bäume nicht mehr die richtigen. Uppala! Aber ich glaube, einer davon stand in der Basis. Das heißt... Uppala, uppala. Das ist jetzt ungünstig. Okay, vorsichtig runter. Toll. Ich glaube, hier kann ich wieder hochklettern. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Na. Na gut, dann werde ich wohl einmal um die Insel schwimmen müssen. Ach Gottchen. Hoffen wir, dass keine Beißer kommen. Einmal um die Insel stimmt aber auch nicht. Wir sehen ja die Seemotte. Das heißt, wir wissen, wo der Zugang ist. Hoppala. Da wurden wir kurz runtergezogen, nachdem wir aufgetaucht sind. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn man hier auftaucht. Das Spiel scheint immer noch ein bisschen zu sehr darauf ausgelegt zu sein, wirklich die ganze Zeit unter Wasser stattzufinden. Dafür, dass man eben auch Inseln hat und die zunehmend wichtiger werden, die Inseln und Basen. Hoppala. Nein, wir wollen da nicht schon wieder runterfallen. Okay, Moment, hier können wir lang. Wobei das ja jetzt eben nicht wirklich was damit zu tun hatte, dass man sich auf dem Land nicht richtig zurechtfindet. Das wurde ja auch schon ein bisschen verbessert. Und mit ein bisschen meine ich massiv. Das war ja am Anfang schrecklich. Ich glaube, man konnte nicht springen, nicht sprinten. Und auch wenn der Fallschaden mir natürlich gerne mal die Füße bricht, halte ich den doch für recht wichtig. Und der ist jetzt eben auch dazu gekommen. So, da sind wir oben an der Basis. Und hier haben wir den Baum. Dann nehmen wir uns ein paar von den Dingstassen mit. Da haben wir nochmal einen zurückgelassenen PDA, den wir noch nicht aufgesammelt hatten. Bartogals Aufzeichnung. Was bleibt? Gute Frage. So, und jetzt rennen wir möglichst schnell zurück. Auch wenn ich bei der Gelegenheit durchaus gerne mal nochmal nachgucken würde, ob wir noch was ausgelassen haben. Aber jetzt ist es gerade erstmal wichtiger, das Angepflanzte nach Hause zu bringen. Das Anpflanzbare nach Hause zu bringen. Ich glaube, ich bin am falschen Inseleingang. Korrektur, ich glaube, ich bin nicht mehr an einem Inseleingang. Oh, noch ein zurückgelassenes PDA. Tigasi Sprachaufzeichnung 3, Nachwirkung. Wo ist denn... Ach, da hinten ist die Seemutter.
Die Insel sollte ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer erkunden. Ich habe das Gefühl, ich habe hier Dinge ausgelassen. Zwei zurückgelassene PDAs, die ich noch nicht kannte, sprechen auf jeden Fall dafür. Okay, hier können wir lang und dann können wir da auf der anderen Seite ins Wasser springen, nehme ich an. Dann ganz schnell zur Basis. Ganz schnell einpflanzen. Und dann sind wir theoretisch bereit, uns vegetarisch zu ernähren, statt die ganze Zeit Fische zu jagen. Also ums Trinken müssen wir uns dann noch trotzdem kümmern. So, und rein. Und das ist nicht das richtige Signal, glaube ich. Ah, da hinten. Ist immer ein bisschen schwierig zu sehen, wenn es hell ist. Ganz, ganz schnell hin. Also, soweit es eben schnell geht. Ich frage mich wirklich, was das für ein Fisch noch war, dem wir jetzt begegnet sind. Also, er hat uns auf jeden Fall beschädigt, aber ich weiß nicht, ob der jetzt uns aktiv angegriffen hat oder ob wir einfach nur gegengefahren sind. Und ich bin auch nicht so sicher, ob ich das so genau herausfinden möchte. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich auf kurz oder lang herausfinden, aber erstmal möchte ich den meiden. Also generell kann man sagen, mit dem neuen Patch ist alles etwas aggressiver geworden. Viel, viel mehr Beißer. Sowohl die Beißer als auch die Sandhaie können jetzt die Seemotte beschädigen. Die Kracher können mit einer Explosion die Seemotte kaputt machen. Wirkt alles nicht mehr so freundlich wie noch vor ein paar Patches. Und rein. Welcome aboard, Captain. Guten Morgen, Gideon. Und wir wollen schnell was bauen. Jetzt sind die schon alt. Das geht total schnell, deswegen wollte ich mich auch beeilen. Wir brauchen Innenelemente. Nein, da brauchen wir Innenmodule. Aha. Ich hoffe doch, das reicht. Dürfte ich mal. Und ja, sehr gut. Dann machen wir das gleiche direkt nochmal auf der anderen Seite. Und zack. Sehr gut. Dann müssen wir uns jetzt zumindest um die Nahrung nicht mehr so viele Gedanken machen. Die Pflanze hier wächst auch brav vor sich hin, wie es aussieht. Das hier können wir dann mal wegmachen. Ja, wo packen wir die hin? In den extra Schrank hier. Und Wandspind braucht Quarz. Na gut, müssten wir aber haben. Da haben wir einmal Quarz. So. Und da können wir die Sphäre reinpacken. Und gepunktetes Schilf. Wir bauen mal noch einen kleinen Pflanzen. Oh, boah, mehr Titan als wir gerade haben, weil wir gar kein Titan gerade haben. Ja, darum kümmern wir uns noch. Hier einmal Titan. Und zack. Okay, das wenig. Das gepunktete Schilf. Dann packen wir das einfach mal hier mit rein. Und da pflanzen wir einfach später noch einen Baum. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.